Und das sind wir auch schon wieder hier zu einer neuen Runde. Let's play World of Tanks together! Wieder dabei der XY7. Hallo. Mit seinem berühmten Hallo. Okay, jetzt Kann machen auch wir hier mal sagen, ich weiter. bin auch dabei, aber. Ja, hast du doch jetzt gesagt, passt doch. Also, ich nehme hier meinen Jagdpanzer 4 und du deinen KV-2. Dann geht es auch schon los hier. Ach ja, und falls ihr irgendwelche bestimmten Panzerwünsche habt, falls ihr irgendwas sehen wollt, dafür sind die Kommentare da. Ja, wenn jetzt jemand die Maus sehen will, dafür sind die Kommentare da. Genau, hast schon richtig erkannt. Ja, dafür müsst ihr dann halt auf den Testserver warten, da kann man sich dann sowas kaufen. Hier habe ich da Nee, noch keine da musst du Maus. deine freie Erfahrung einsetzen. Die reicht nicht aus, ich habe da drüben noch nicht genug erforscht. Mein, wie viel TKP habe ich? Nee, den VK habe ich schon erforscht. Wie viel brauche ich für TKP? 60.000? Auf jeden Fall musst du schon erwähnen, dass du nur die Panzer fahren kannst, die du auch besitzt. Ja, das ist natürlich auch ein wichtiger Also Fakt. nicht einfach, ja, Fantasie-Panzer hier. Ansonsten andere Sachen könnt ihr natürlich während der Testserverphase. Wie gesagt, da kann man sich eigentlich, weil auf dem Testserver kann ich dir dann halt nur zeigen unter Testserver-Bedingungen. Aber wie gesagt, ja. Das ist der Testserver. Nein, das ist nicht der Testserver. Nee, das hier ist der richtige. Da kommt ja auch mal jemand oder bin ich einfach nur zu schnell? Ja, du bist so schnell. Ja, irgendein T7er vielleicht auch noch. Irgendwie, ja, Brauch hallo. eine T7er, ich habe einen KV2, ich mach sie alle down. Ja, vom Jagdpanzer 4 so ganz bin ich noch nicht überzeugt, ja. Also ich Besonders wenn fand ich hier keine Unterstützung habe. Ich habe nur den 600 Panzer AP. cool, wo ich den habe. Ja, der lädt auch schnell nach. Ja. Aber irgendwie kommt halt einfach jeder durch. Auch die nachfolgenden Panzer laden schnell nach. Im Gegensatz zum AT8, ich habe mit dem AT8 mal zwei T7er einfach geowned. Die haben entweder nicht getroffen, weil die meine Weak Spots verfehlt haben, und die sind an mir abgeprallt. Und ich bam, bam, bam. Bam, 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 einfach nur bam. Alle Ammo Rack weiß und dann Full Und dann Life war es auch mit. schon vorbei. Dann Naja, wir Full. haben das Ganze verloren, aber ich hatte dann auch noch 5 Kills und da habt eigentlich ziemlich einiges gerissen. Hey, nein, nicht in der Deckung fahren. Ich mache da drüben gerade den KV-1 fertig. Ist jetzt eigentlich. Wir werden den jetzt gekillt. Jetzt sitzt da drüben keiner mehr. Wieso fährt keiner mehr in die Mitte? Ist doch langweilig. Kann man niemand mehr absnipern. Und hier drüben ist auch niemand. Was ist denn das bitte? Wo sind die alle? Aber echt, Alter, die sind alle da drüben. Verdammt, wir müssen zurück zur Base. Basis verteidigen. Oder wir Ja. rushen durch zur gegnerischen Base. Ich rush durch zu gegnerisch. Ich verteidige den eigenen. Okay. Wie du meinst. Oder ich kann von hier mit reinsnipern. Die infiltrieren unsere Base. Und da kommt ein Leopard. Okay, da drüben ist noch ein KV-1. Der Leopard kommt doch nicht. Hey, kommt schon. Ist doch langweilig. Wir haben sie bös erwischt. Den T-150? Jawohl. Alter, bleib doch stehen, dummer Panzer. Kann man da auch irgendwie durchs Wasser? Och, ich probiere es einfach mal aus. Ja, Weng geht da bestimmt. Okay, den Leopard erstmal abgeschossen, der Weng was resettet. Den Jagdpanzer 4 da drüben versuchen abzuschießen. Verdammt, das war nix. Ey, Base verteidigen, ihr Idioten. Ja, keine Ahnung, was sie machen. Wie sind die da überhaupt durchgekommen? In der Mitte. Ja, Oh. Jagdpanzer 4, gut. Und jetzt? Sehr nice. Das ist ja wie auf dem Präsentierteller hier, wie Zielscheiben schießen. Das ist Ostern und Weihnachten zusammen. Bleiben alle einfach so gut stehen. Nice. Alle tot. Lol. Doch, der T150 lebt noch, der hat 8 HP.
Der Wahnsinn. Und ich schieß vorbei. War aber auch bloß ein Snapshot. Mit deinem KV2. Schießt Hey, ihn jetzt weg. ist da was in der Mitte. Achtung, den schieße ich ab. Ja, schieß ihn ab. Er soll stehen bleiben. Stehen bleiben, habe ich gesagt. Nein, jetzt kann ich mich nicht weiter drehen. Achtung, sie kommen von hinten in der Mitte. Achtung. Alter! Wie treffe ich den nicht? Ist gerade ein Baum umgefallen. Aber ich komme jetzt auch mit zur Hilfe. So. Das gewinnen wir noch hier. Ja, 10 zu 8 freilich bin Sind erst 5 Minuten rum. ich. Schießt den A20 ab. Kann ich nicht, ich fahre jetzt auch mit vor. Ich komme aber von links. Ich will meine Kugeln dann für den verschwenden. Ja, keine Sorge, der macht dir doch eigentlich eh keinen Schaden, oder? Ich mach das schon. Wen Alter! hast du denn jetzt abgeschossen? Die. Verdammt. A20. Nein, stehen bleiben. Gegnerisches Fahrzeug ausgeschaltet. Die M4 AE3 E2. Alter, was geht denn jetzt ab? Wieso sind die FPS so scheiße? Ich glaube, aufnehmen und gleichzeitig Server laufen lassen ist nicht so das Beste. Oh, Artillerie schießt auch in unsere Richtung. Nicht gut. Aber der lädt jetzt erstmal nach. Alter, den Jumbo, da komme ich nicht durch. Was soll denn der Müll? Ja, wenn ich nachgeladen habe, ist er tot. Das soll sich in deine Richtung Scheiß wechseln. Komet! Die haben gar keinen Komet. Du meinst die Artillerie? Freilich, hinter mir ist einer. Ach so, der eigene. Ja, der steht bloß im Weg rum. Bumm. Schön. Jüdischer Treffer. Ich konnte leider nichts machen. Vorne bin ich nicht durchgekommen. Das ist halt auch der Nachteil. Die Kanone hier macht zwar 220 Schaden, lädt in 5,62 Sekunden nach, aber hat nur eine Durchschlagskraft von 132 und einer abgewinkelten Panzerung vom Jumbo kommt man halt nicht durch. Alter! Was machst du? Leck? Übelster Leck. Tja. Alter, was soll denn der Scheiß? Übelster Lack, Alter. Sich's wieder gelegt. Ja, jetzt habe ich wieder 30 Millisekunden, genau. Was hattest du vorhin? Ja, genauso viel, aber die runde Lampe hat geleuchtet. Ja, und ich habe mich irgendwie dicht nochmal gehört. Ich habe gedacht, hä, wieso hört denn der jetzt auf zu reden? Ja, also ich habe mich noch gehört. Ja, das ist mir schon klar. Wo zur Hölle ist denn der? Keine Ahnung, vielleicht. Where are you, Bro? Naja, wir haben 8 Minuten Zeit noch, also in dem. Ja, aber ich will jetzt nicht nur die ganze Zeit rumfahren. Ja, vielleicht soll der einer cappen. Hahaha. Der will mir das noch nicht ernsthaft sagen. Die Map, die gibt's seit Anfang an und wer in dem GW Panther ist. Ist echt so. Verarschen kann ich mich selber. Übrigens, ich Okay. habe auch einen Komet, allerdings Stock und Stock ist der Scheiße. Ich will auch so einen geilen Turm und so eine geile Kanone. Nicht so ein Schrottteil. Ich habe die Kanone vom Cromwell mit einer längeren Nachladezeit. Voll der Müll, ey. Ich seh dich gar nicht so schnell, ich bin, kann ja mithalten sogar. Ja, ein KV2 ist nicht langsam. Ich war auch nur 30 oder so. 27, oh, 30, 31. Immerhin cappen sie. Ja. Was ist denn der Scheißpanzer? Wahrscheinlich da hinten beim Wasser. K7. Wer es glaubt. Glaube ich auch. Das ist direkt neben unserer Arti. Ja, Verteidiger, hey, ich hab verteidigt. Grandios verteidigt. Stahlwand. Ich hab 57 Gegner zerstört. Ich frag mich, wann der Bug mal gefixt wird. Ja, guck, das ist verschoben. Dieser Schaden durch eigene Aufklärung, das müsste eigentlich eins weiter unten sein.
Steht das bei dir auch? Ja. Gegner zerstört 316. Ja, das müsste eigentlich runtergeschoben sein. Und Gegner zerstört ist dann auch eins weiter unten. Und Gegner entdeckt. Ich habe keine 5 Gegner entdeckt. Ich habe 5 Gegner beschädigt vielleicht. Das ist alles ein wenig verschoben. Ja. Erstes Update rausgebracht, dann mit vielen Bugs, genau. Ja, 300 Panzer habe ich zerstört, ey. Ja, ja. 316, ja. So, wollen wir jetzt nochmal eine Runde mit TNC? Nee, AT8, AT8. AT8, ja. Ja, ein toller Panzer. Jo, Mann, aber moin, naja, wo fahren wir denn da hin? Zur Base und schießen einfach alles ab, was sich da nähert. Kann sein. Ja. Da stand ich auch mal mit T28 und einem Isu. Mhm. Wobei, das war auf der anderen Seite und da sind da so ein paar Blinde gekommen. Da war eigentlich sonst niemand und wir haben die alle fertig gemacht. Ja, auf jeden Fall. Jagdpanda 2, IS und was da nicht noch alles kam, IS-3. Ja, AT-8, ein toller Panzer. Manche sagen, er habe eine Erbsenkanone, aber naja. Macht ja, das kann man auch zum Easy 8 sagen oder so. Naja, macht trotzdem 150 Schaden mit einer 175 Durchschlagskraft, aber. Wer sagt das mit der Erbsenkanone? Naja, kannst du in Foren nachlesen. Ja, dieses Ding ist auch unglaublich flach. Man kann, ja. Bis auf diesen seltsamen Höcker da in der Mitte, ganz oben, der nicht zu übersehen ist, indem man von allen abgeschossen wird. Ja. Weiterhin, ja, Höchstgeschwindigkeit in dieser Linie. 20. 20 km/h. Ist so bei die Durchschnittsgeschwindigkeit. Ab AT2 ist eigentlich jeder 20. Ja, Alekto ging übelst ab, aber. Das ist der mega Unterschied wie von T25 AT auf T28. Ist ja, wie von Alekto auf AT2. Oder von Jagdpanda 2 auf Jagdtiger. Ja, aber der war jetzt nicht so rasant wie der T25 AT, da bist du auch mal mit 50 Grad aus gerast. Mein Jagdpanda 2 ist auch so schnell gefahren, ja. Hey, seit wann haben die Brücke hier eingestürzt? Du ja, hast da Update. Kann man drüber fahren. Manchmal ist er ganz so. Werden die Brücke hier zerstört? Was soll denn der Müll? Die war mal ganz. Idioten, haben die Brücke kaputt gemacht, die schöne Brücke. Naja, ist eigentlich auch logisch. Ich meine, über so eine Holzbrücke, die hält keine Panzer aus. Wie wir damals mit den zwei KV-2s drüber. Ja, wie schwer ist ein KV-2? Ich denke, die Brücke hält keine 100 Tonnen aus. Ja. Ja, etwas Logik muss ja auch dabei sein. Logik. So, im Moment noch kein Feindkontakt in Sicht. Ja. Ich fahre hier trotzdem mal ein bisschen hinter den Häusern. Ja, ich fahre auf der anderen Seite hinter den Häusern. Ja. Eine gute Entscheidung. Dann kommt der eine von links und der andere von rechts. Und dann ist der auch schon tot hier. Ah, PC3, aber kann ich nicht abschätzen. Wir cappen einfach mal, okay? Alter, hier ist ja gar keiner. Ja, ach. Wieso fahren wir immer auf die Seiten, wo keiner ist? Frage ich mich auch. Früher ging hier immer die Party ab. Aber echt? Ui, mir hat gerade was ein Abpraller verpasst. Da vorne ist doch irgendwas. Also es wird doch etwas Spannung geben. Vermute ich mal, wenn es jetzt nicht nur ein Hetzer war oder so. Oh. Ah, ein dicker Mann. Ja. Ich komme von links. Und du versuch nicht drauf zu gehen. PZ1S, den Panzer und auch Feuersen. PZ4S. Ja, mein. Das ist ein großer Unterschied. Obwohl, nein, das andere war KV. KV1S. PZ4S, das wäre ja. Ach, scheiße, Artillerie. Ach, du lebst nimmer, schade. Wo ist denn die Arti? Keine Ahnung, M41. Ah, da drüben kommt noch ein Typ 58, also ich fahr jetzt hier hinten einfach mal hoch. Ich hätte auch an der Seite lang fahren. Ja. Durchaus. Ja, und wieso haben die mich die ganze Zeit penetriert?
Ja, man hat halt nur diese Mega-Dings da oben drauf. Ja, das heißt nicht, dass jeder dahin schießt. Wenn man erfahrener Spieler ist, dann schon. Ja, Digga, Max ist ein Premium-Panzer, den kann sich jeder Depp kaufen. Ja, aber der ist auch beliebt unter erfahrenen Spielern. Unter reifen Spielern. Ich habe erfahren gesagt. Wo ist der PZ4S hin? Keine Ahnung. Haha. Dann hast du aber immer noch ein Problem, die abzulöschen. Schieß ihn ab, der dicke Max kommt. Das soll mal abnehmen. Wenn er so dick ist. Immer diese dicken Säcke. So. Schieß mich doch ab. Tja. Der hat halt nun mal keine Panzerung. So. So macht man das. Ich weiß nicht, was du da angestellt hast, aber. Ja, mich haben bloß beide gleichzeitig immer abgeschossen. No. Ach, das war eigentlich kein großes Problem. Ja, da ist die Artillerie. Ja, da komme ich eh nicht mehr hin. Ich cap hier einfach mal. Kriegt man bestimmt auch was für ein paar Capping-Punkte. Ja, spiel es aus. Ja, 3, 4, 5 Capping-Punkte. Wow. Nice! Nice. Ah, schon wieder ein Ja, Sieg. sind jetzt nicht die Mega-Gefechte, die kommen bestimmt auch noch bald, aber ich hoffe, es hat euch mal wieder gefallen hier. Ja. AT8 und was war es noch? Jagdpanzer 4, 2 T8 Panzer, 2 Jagdpanzer dieses Mal. Mal schauen, was das nächste Mal kommt. Lasst euch lasst euch überraschen. Ich kann heute nicht reden, ey, das gibt's doch nicht. Wir sehen uns dann das nächste Mal wieder. Bis dahin verabschieden wir uns wieder. Ich sage tschüss. Ja, der Tobi sagt auch tschüss.